Ja, hallo, komm mal. Ja, grüß dich du. Und wo ist seine Mama? Die ist bei den anderen drüben, die kann ich dann holen. Ja, das sind viele kleine Pusche. Du darfst nicht draufsteigen. Du darfst nicht draufsteigen. Ja, das ist dein Kind, ist das. Ja, gibt's das? Ja, ja, das kann schon sein. Er hat sie abgeschleckt, der Mama. Mhm, ja. Also oft ist es so, dass die Kinder eher die Mama erkennen als umgekehrt. Jetzt schnappt er nach ihr. Schau, das ist dein Putzi. Ja. Das ist dein Putzi. Und das da ist auch der Dana, ihr Sohn. Das ist der Winnie. Ja. Und ist der jetzt 4, 5? Der ist jetzt 3 Monate. Nina? Ja gut, die ist stattlich, hat die zugenommen wieder und das, aber er ist, was Schulterhöhe anbelangt, sogar noch ein bisschen kleiner wie unsere. Ja. Bambi? Jetzt ist er gestern 13 Monate. Mhm. Glauben Sie, dass der noch ein bisschen wachsen tut? Da glaube ich nicht. Nein. Nur an Körperdingen. Genau, von der Masse her wird er noch von wachsen. Der Masse. Aber ansonsten nicht. Der wird nicht. Ihr zwei, ihr seid Brüder. Du? Was bist denn du für ein... Der ist ihm zu wild. Lassen Sie nur den. Die sollen sich nur ein bisschen raufen. Der hupft auf die Kleinen und mit uns. Ja, das sind die gewöhnt. Hören Sie keinen Ton. Hast du das gesehen? 13 Stück. Ja, wie viel hat die denn da? 2 Würfe? Ja, wie viel sind denn da dann da? 6? Einmal 7 und einmal 6. Schon? Ja. So viel. Jetzt habe ich geglaubt, bei den Kleinen ist eher 4. Jetzt müssen wir fahren, das ist alles nichts. Das können wir nie weg. Bernhard. Der Papa hat schon gesagt, ob er einen Körper richten muss mit dem Hund, dass wir kommen. Also ein Schwesterchen wäre ja noch frei. Wenn nachher nur eine Dame, ja. Eine Dame, ja. Jetzt werden wir schauen, wie lange unser Diener, wie es ihr geht. Ich muss ihr schon ganz schön Herztabletten geben. Das, wenn niemand da ist, mein Mann auch unterwegs ist, dann kommt der in seine Taschen und geht mit. Ja. Und, aber diese Begrüßung sollten Sie sich anschauen. Ja, am liebsten würde er sich auf den Kopf setzen. Ja, ja, das kenne ich. Überall, also unwahrscheinlich. Ja, du Schatz, du. Meine Güte. Ja, aber du bist ein liebes Schatz. Hast du sie fotografiert? Wenn sie sich wohlfühlt, legt sie sich hin und sagt, guck mal her. Wie meinen Sie, dass das noch so, obwohl ich die Polly dann dazu gekriegt habe, von meiner Mutter war das ja. Die waren nicht so irgendwie. Ich habe da keinen Anlass gefunden, dass. Und Sie haben eigentlich das Glück, auch bei so einer Menge, dass eigentlich nie eins übrig bleibt. Nein. Sie kriegen sie immer weg. Und der Kleine, der liegt auch dabei. Ja, ihr zwei Weibe, geht ihr mit mir nach Tirol? Ich glaube, der Bambi, ihre Babys wären da nicht so glücklich, wenn die Mama heute fortgeht. Die werden ja nicht und die beim Namen auch nicht, gell? Mit so einem Gesäuge geht nichts da. Nein. Da wäre sie wohl arm.
Und du hast, wann hast du deine letzten gehabt zu Weihnachten? Ne, im Frühjahr. Vor 3 Monaten. Also der ist ja. Der ist der Sohn. In welchen Abständen werden jetzt gehabt? Frau Reiser ist, es ist nur, wir sind leider, von meinem Mann sind 3 Brüder noch herum. Und sie lieben alle keine Hunde. Jetzt, er ist ein kleiner. Die Diener war eine ganz ruhige, weil sonst würde ich mir gar nichts antun. Aber okay, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Genau. Ich kann mir es auf einmal. Ich bin nur so froh, dass mein Sohn mittut, weil ich meine, ich bin jetzt im 73. Ja, genau so. Wäre nicht frech da, gell? Noch bist du mein Sohn, gell? Bums. Jetzt hat sich der Größere dazu gemacht.